Und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Let's Play Spin Tires. Justament geht's hier nämlich 1:1 weiter. Wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, ich mache nämlich keine Pause an dieser Stelle, weil mir das Holzaufladen gerade so viel Spaß macht. Nachdem man nämlich weiß, wie das mit dem Kran funktioniert, findet man das schon ziemlich cool. Ja. Ja. Wenn du nämlich erstmal begriffen hast, wie das mit dem Kran geht, dann macht dir das unheimlich Spaß. So. Weil du nämlich weißt, dass es funktioniert. Ah. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden, wie es geht. Interessant. Gut. Dann können wir uns ja jetzt auf den Weg zum Abladen machen. Ich muss 4 Stämme muss ich aufladen. Dann kann ich auf Laden drücken. Also da drauf. Dann wird der LKW vollgeladen. Also so kulant sind sie dann doch. Glücklicherweise. So, wo ist die Ausfahrt? Im Holzzentrum. Da. Irgendwie finde ich den Laster mittlerweile doch cool. Links. Tatsächlich, da ist weg auf dem Weg.
Damit werden wir zum Holz gerufen. Mit diesem Teil. So. Und jetzt. Was haben wir gelernt? Stille Wasser sind tief, heißt es ja so schön. Das heißt, wie lösen wir dieses Problem am besten? Die Variante am Ufer entlang tasten? Weil mit dem B-Modell bin ich da durchgekommen. Wie muss ich denn fahren? Ich muss genau nach da. Es sind 140 Meter übers Wasser. Wir müssen es probieren. Ich will mich nur nicht wieder festfahren, wie sonst immer. Aber vielleicht geht's, weil wir leichter sind. Weil wir dieses Mal leichter sind. Gehen wir dazu in die Straight Ahead Kamera. Super. Wir stecken schon wieder fest. Was ist das denn? Warum fahren wir uns hier ständig fest? Der eingeschlafen oder was? Wir bewegen uns. Geht nicht auf. Mensch, das gibt's doch nicht. So. Jetzt erkläre ich euch kurz, was los ist. Ich habe jetzt die Faxen, das ist wirklich Schnauze voll. Und begebe mich jetzt mit einer Winde, wofür dieses Fahrzeug nämlich eigentlich vorgesehen ist, für genau diesen Aufbau. Und ich frage mich, ob es geht.
Da ist sowas wie ein... wie ein Enterport. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Drücke ich die Daumen, dass es klappt. Ich habe keine Ahnung, wie tief dieses Scheißwasser ist. Ich sag's euch, es ist zu tief. Ja. Es hätte mich gewundert, wenn es geklappt hätte auf einen. Nach außen.
Und Marsch. Wir haben diesen lustigen Kran. Ich weiß nicht, ich kenne nicht den Aktionsradius von dem Haken. Besonders groß ist er nicht. Cool, wir können den auch steuern. So. Aber als erstes versuchen wir mal die Banalitätsvariante. Wir fahren so weit in den Fluss rein, bis wir uns den anderen einfach greifen können. Ziehen den einfach raus. Nein, reicht nicht. Ich hätte sollen umdrehen. Stecke ich selber nochmal fest. Ach, ist das schön.
dass ich ja... sehr viel von den Dingen drin stehen. Wenn sich meine Stützen weigern, mich hochzubocken. Oh weia, oh weia. Ich kotze. Habe ich das schon mal gesagt? Wir könnten jetzt noch mehr Fahrzeuge zu dieser Party hier holen. Bringt ja nichts. Nee, das war der falsche. Das Spiel will mich doch verarschen. Das ist alles. Was ich jetzt natürlich noch tun könnte, Kurzholz tragen, ja, dann ist nichts mehr verfügbar, ne? Das finde ich kacke. Aber wenn ich den anbaue, könnte ich natürlich noch den Wagenanhänger anbauen. Dann haben wir 4 Ladungspunkte. Dem würde ich sogar einen Versuch geben, Problem ist aber, dann müssten wir zum anderen Holzpunkt fahren und der ist eindeutig zu weit weg. Das heißt, wir brauchen definitiv einen Selbstlader. Was bringt mir das jetzt? Das bringt mir gar nichts. Den Hänger kann ich immer nicht einklappen. Mann. Das testen wir in der nächsten Folge. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Es geht mir jetzt auf die Nerven. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Freut mich, wenn es euch gefallen hat. Wenn irgendjemand schlauer ist als ich, möge er mir bitte weiterhelfen. Und in genau diesem Sinne kann ich nur sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.